Er hatte sich viel Zeit gelassen, aber seine Entscheidung steht. Kapitän Steven Gerrard wird nach 14 Jahren nicht mehr für die englische Nationalmannschaft spielen. Mit der schwachen Weltmeisterschaft habe das aber nichts zu tun. Ich habe die Entscheidung nicht vom Abschneiden bei der WM abhängig gemacht, sondern von meinem Alter und meinem Körper. Ich wollte dem FC Liverpool gegenüber fair und respektvoll sein, gerade jetzt, wo wir wieder in der Champions League spielen. Das war ein großer Faktor. 114 Länderspiele, aber eine große Liebe, die Reds. 2005 gewann Gerrard mit dem Club die Champions League. Nun ist der Kultverein nach jahrelanger Abstinenz wieder im Wettbewerb vertreten. Eine Chance, die Gerrard mit 34 Jahren nutzen muss. Es kommt der Zeitpunkt, an dem man als Fußballprofi die richtige Entscheidung treffen muss. Man muss. Ich weiß nicht, ob egoistisch das richtige Wort ist, denn ich bin keine egoistische Person. Aber dieses Mal musste ich an mich denken. Und daran, wie ich am besten meine Leistung für Liverpool in der Champions League abrufen und in jedem Spiel bestmöglich drauf sein kann. Und für mich besteht die beste Möglichkeit dafür in regelmäßigen Pausen während der Saison. Und die werde ich jetzt bekommen. Ein sensibles Thema, gerade in England, wo sich die Spieler schon oft den Vorwurf gefallen lassen mussten, sie würden für ihre Clubs alles geben, für die Nationalmannschaft aber nicht. Ich kann behaupten, dass ich bei meinen Auftritten Fleiß und Entschlossenheit gezeigt habe. Ich habe alles gegeben, jedes Mal. Zugegebenermaßen war ich nicht immer in Topform, aber ich denke, die Grundtugenden, auf die es ankommt, wenn man das englische Trikot anzieht, 100% zu geben und zu kämpfen, sein Bestes zu geben, ich kann behaupten, dass ich das immer getan habe, für die Fans.